Die Mainstream-Medien haben ja der Regierung ein großes Kompliment ausgesprochen, denn sie sind der Meinung, das verabschiedete Asylgesetz ist richtig top. Und es wird sicherlich dazu führen, dass wir hier in Deutschland noch viel leichter Asylanten abschieben können. Und Sie wissen ja auch, bereits im Jahr 2022 und auch bis jetzt zum Jahr 2023 ist die Zahl der abgeschobenen Asylbewerber wohl gestiegen. Das, meine Lieben, dürfte sich in Zukunft allerdings erledigt haben. Und die Mainstream-Medien rechnen ja auch nicht damit, dass wir vielleicht doch mal über den nationalen Tellerrand hinausschauen und mal gucken, was ist denn so in anderen Ländern vor kurzem hier verabschiedet worden, vor allen Dingen in Frankreich. Schauen wir uns also mal an, was Deutschland verabschiedet hat, was in Frankreich verabschiedet wurde und was es für einen neuen Gesetzentwurf in Schweden gibt. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.Kritisch. Ja, wie gesagt, der Mainstream glaubt, wir wären nicht so ganz informiert und wir müssten halt eben doch der Ampelregierung jetzt mal ein gutes Zeugnis ausstellen. Endlich mal eine gute Note. Das Asylgesetz ist verabschiedet worden. Ja, das ist nicht ganz richtig. Es ist ja schon verdächtig gewesen, dass die Grünen ja so damit einverstanden gewesen sind. Sie sind ja wirklich, sie sagen, das ist gut, ganz im Sinne, wie wir das auch gerne gehabt hätten. Allen voran natürlich das Thema der Seenotorganisation. Also in der Vergangenheit war es ja durchaus schon mal so, dass wir dann doch hin und wieder mal die eine oder andere Seenotorganisation so ein bisschen in die kriminelle Ecke haben schieben können und auch schieben müssen, weil sie halt eben doch mit Schleppern kooperiert haben. Aber das ist vom Tisch. Seenotorganisation ist richtig, notwendig und never ever kriminell. Tja. Das freut natürlich auch den Lebensgefährten von Katrin Göring-Eckardt. Die ist ja sowieso hoch erfreut darüber. Und der besondere Punkt, der halt eben nun eine Abschiebung so gut wie unmöglich macht, das wird in den Mainstream-Medien, wenn überhaupt, nur in einem kleinen Nebensatz erwähnt, als sei das gar nicht so wichtig. Dabei ist das sehr, sehr wichtig. Wir wissen ja sowieso folgende Dinge. Einen Asylbewerber, bei dem die Herkunft nicht festgestellt werden kann, weil er keine Papiere hat. Die sind ja irgendwie über Bord gegangen oder auf dem Weg hier nach Deutschland verloren gegangen. Den kann man so gut wie gar nicht abschieben. Also der bleibt. Und die zweite Problematik ist natürlich, selbst wenn das Herkunftsland bekannt ist, dann ist es auch nicht so einfach, den Asylbewerber halt eben hier abzuschieben, wenn nämlich das Herkunftsland diesen Personenkreis gar nicht aufnehmen möchte und zurückhaben möchte und sagt, nö, lass mal, ihr könnt ihn gerne behalten. Also das ist sowieso schon mal recht schwierig. Aber nun kommt eine Neuerung rein. Und dieser neue Sachverhalt, der hier verabschiedet wurde, der wird die Zahl der Abschiebungen sicherlich gegen Null laufen lassen. Denn wenn ein Asylbewerber einen abschlägigen Bescheid bekommt, also sein Asylantrag wurde abgelehnt. Was macht er jetzt? Er bekommt in jedem Fall, so ist es verabschiedet worden, einen Pflichtverteidiger an seine Seite gestellt, damit er gegen diesen abschlägigen Bescheid Widerspruch einlegen kann. Und bei den Rechtsanwälten, die sich diesen Asylbewerbern ja auch in der Vergangenheit schon angenommen haben, da dürften wohl die Sektkorken geknallt haben. Denn sie wissen ganz genau, es wird eine Flut an Mandanten auf sie zukommen. Und auch die Gebührenzahlungen, die werden gesichert sein. Sie müssen ihrem Geld gar nicht hinterherlaufen, weil wer bezahlt? Der Staat. Und wer ist der Staat? Ja, Steuerzahler. Das heißt, es wird wohl wirklich eine Vielzahl von solchen Verfahren geben und diese Verwaltungsverfahren werden sicherlich nicht in kurzer Zeit zu bearbeiten sein. Also die Gerichte werden wahrscheinlich extrem viel damit zu tun haben. Und für die Dauer solch eines Verwaltungsverfahrens ist das ganze Thema der Abschiebung ausgesetzt. Ich höre jetzt schon wieder, wie sie alle schreien, ah ja, dann kriegen die jetzt die ganze Zeit das Bürgergeld. Das ist etwas, was die ganze Zeit hier irgendwo in den sozialen Medien halt eben läuft. Das ist leider falsch. Wir müssen eins sagen, dass Asylbewerber, die ein schwebendes Verfahren haben, beziehungsweise die auch als Abgeschobene gelten, die bekommen tatsächlich erstmal Asylbewerbergeld und erst nach 3 Jahren, dann haben sie Anspruch auf die vollen Sozialleistungen, also das Bürgergeld.
Ausgenommen davon sind natürlich die Flüchtlinge aus der Ukraine. Denn die bekommen vom ersten Tag hier klar das Bürgergeld. Aber alle anderen Asylbewerber, die bekommen nicht sofort das Bürgergeld. Die bekommen, wie gesagt, dieses Asylbewerbergeld. Das einfach mal hier kurz dargestellt. Also wenn hier Asylbewerber, die abgelehnt werden, da Einspruch gegen erheben werden, natürlich mit Hilfe der Rechtsanwälte, dann werden die Abschiebezahlen sicherlich deutlich nach unten gehen. Da bin ich ziemlich sicher. Wir schauen uns jetzt mal an, was denn in Frankreich passiert ist. Auch in Frankreich wurde ein Asylgesetz neu verabschiedet. Und zwar am Dienstag war das. Und man kann wirklich sagen, Frankreich macht genau das Gegenteil von dem, was Deutschland hier beschlossen hat. Aber Frankreich macht es auch nur, weil das mit Hilfe der Rechten und der Konservativen passiert ist. Also in Frankreich haben mittlerweile auch die konservativen und rechten Parteien enormen Einfluss. Warum? Ihr wisst vielleicht, Macron hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Er ist also auf die Zusammenarbeit mit den konservativen Parteien sehr angewiesen. Und das, was halt eben jetzt verabschiedet wurde, hat bei seinen eigenen Parteigenossen für großen Unmut gesorgt. Die wollten dieses Gesetz nicht so verabschiedet wissen, aber es wurde verabschiedet. Und wir gucken uns jetzt mal an, was in Frankreich nun auf einen Asylbewerber zukommt. Arbeitslose Migranten erhalten erst dann vollen Zugang zu Sozialleistungen, also vergleichbar mit unserem Bürgergeld, allerdings deutlich weniger, wenn sie sich 5 Jahre rechtmäßig in Frankreich aufhalten. Also zwischendurch mal wieder irgendwo anders hinfahren für ein paar Monate oder vielleicht mal 1 oder 2 in Deutschland leben. Das geht tatsächlich so nicht in Frankreich. Also die müssen schon 5 Jahre tatsächlich durchgehend in Frankreich sich aufhalten. Und dann bekommen sie erst das volle Programm der Sozialleistung, wenn sie halt eben arbeitslos sind. Und Thema Familiennachzug. Das ist ja hier in Deutschland sehr einfach. Denn hier können angenommene Asylbewerber relativ zügig ihre Zweitfrauen, ihre Kinder halt eben nachkommen lassen nach Deutschland. In Frankreich sieht es ein bisschen anders aus. In Frankreich war es bisher so, dass Migranten erst nach 18 Monaten einen Antrag stellen konnten. Das ist so nicht mehr möglich, denn Familiennachzug, dieser Antrag kann erst in Frankreich jetzt nach 24 Monaten gestellt werden. Und dann wird geprüft, ob das überhaupt rechtens ist, dass die Familie halt eben nach Frankreich nachziehen kann. Und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes. Der Strafbestand des illegalen Aufenthalts, der ist nun wieder hier Fakt. Wer sich also illegal in Frankreich aufhält, der muss mit einer Geldstrafe von 3.750 Euro rechnen. Dieser Strafbestand des illegalen Aufenthalts, den hat der damalige sozialistische Präsident François Hollande im Jahr 2012 gekippt. Also den gab es gar nicht mehr. Es gab nicht mehr den Tatbestand, dass man sich irgendwie illegal in Frankreich aufhalten würde. Aber nun gibt es diesen Strafbestand wieder. Und in Frankreich geborene Kinder von Ausländern erhalten auch nicht mehr mit Vollendung ihres 18. Lebensjahres die französische Staatsbürgerschaft. Das ist auch Geschichte. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren müssen einen Antrag stellen und dann wird geprüft, ob sie sich tatsächlich gut in die französische Gesellschaft integriert haben, was immer das bedeuten soll. Also Jugendliche, die halt eben Migrationshintergrund haben, müssen beweisen, dass sie innerhalb der Gesellschaft in Frankreich gut klarkommen. Also man kann das durchaus sehr gut verstehen, denn wir wissen ja, in den vergangenen Monaten und schon Jahren gab es massivste Ausschreitungen in Frankreich. Und das hält eine Bevölkerung auf Dauer nicht aus. Das wird hier auch nicht so sein. Je mehr Ausschreitungen es hier in Deutschland geben wird, umso stärker werden sich die Bürger dagegen versuchen zu wehren. Und wenn sie es halt eben in der Form tun, dass sie halt eben noch stärker konservativ bzw. rechte Parteien hier wählen werden. Soweit also erstmal das, was in Frankreich beschlossen wurde. Man muss schon sagen, genau das Gegenteil von dem, was wir hier in Deutschland tun. Wir führen unsere Geisterfahrt weiter fort. Und leider nicht nur in Sachen Migration. So, und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz nach Schweden. Denn in Schweden hat die konservativ-liberale Regierung hier
einen neuen Gesetzentwurf vorgestellt. Und der hat es wirklich in sich, der wird stark kritisiert. Aber auch in Schweden gab es massivste Ausschreitungen und die Regierung sagt, das können wir so auf Dauer nicht mehr akzeptieren. Und dazu gehen wir mal kurz auf die Seite von Welt Plus. Hier gibt es halt so einen Welt Plus-Artikel. Der Gesetzentwurf, der in Schweden vorgestellt wurde, der hat es wirklich, wie gesagt, in sich. Denn künftig sollen Ausländer, die legal sich in Schweden aufhalten und leben, ausgewiesen werden können, wenn sie sich nicht ehrenhaft verhalten. Und dieser Gesetzentwurf nennt eine Liste an Kriterien, wann das der Fall ist. Aber es gibt natürlich massivste Kritik von der Opposition, das kann man sich ja vorstellen. Und zwar möchte die schwedische Regierung, wie gesagt, künftig Ausländer des Landes verweisen, wenn diese einen fehlgeleiteten Lebensstil hier führen. Und das gilt, wie gesagt, halt eben für Menschen, die durchaus schon einen anerkannten Aufenthaltstitel hier haben. Und die schwedische Regierung sagt hier ganz eindeutig, nur schwedische Staatsbürger haben ein ungeschränktes Recht auf Aufenthalt in Schweden. Und in der Praxis ist natürlich die Aufhebung eines solchen Aufenthaltstitels gleichzusetzen mit einer Ausweisung aus Schweden. Allerdings wird dieser Gesetzentwurf von einem Komitee geprüft und es ist noch ungeklärt, was genau einen fehlgeleiteten Lebensstil definiert. Das ist tatsächlich halt eben durchaus sehr schwierig. Wer entscheidet, wer definiert? Ganz schön komplizierte Geschichte, denke ich mir schon. Und als Beispiel nennt die Regierung Sozialleistungsbetrug, Verschuldung, Beteiligung an kriminellen Netzwerken, Drogenmissbrauch und unehrliche Versorgung. Unehrliche Versorgung bedeutet zum Beispiel, dass man hier halt eben Prostitution anbietet. Ne? Prostitution zu nutzen, also die Angebote zu nutzen, ist verboten in Schweden, aber sie anzubieten ist erlaubt. Also völlig bescheuert. Also ein bisschen bescheuert sind die Schweden ja manchmal auch. Ne? Die Opposition sieht das natürlich sehr kritisch und sie sagt, die Gefahr, dass hier ein erneuter Rassismus sich hier breit machen könnte, ist möglicherweise auch tatsächlich gegeben. Der Staat werde rassistisch, so heißt es bei Welt Plus, wenn Menschen mit dauerhaften Aufenthaltstitel nicht das gleiche Recht hätten, Behörden und staatliche Institutionen zu kritisieren, sagt Merte Stenevi, Sprecherin der Grünen Partei, dem Fernsehen SVT. Ja, das kann man vielleicht halt eben so sagen. Ich denke schon, wenn jemand hier einen Aufenthaltstitel hat, dann kann er sich natürlich auch beschweren über irgendwelche Dinge, die seiner Meinung nach nicht korrekt laufen. Aber wenn er sich tatsächlich halt eben völlig daneben benimmt, also Drogenhandel betreibt oder in kriminellen Vereinigung halt eben sich hier organisiert, wäre jetzt zum Beispiel vergleichbar mit der mittlerweile verbotenen Organisation hier in Deutschland, Samidu, dann ist das meiner Meinung nach durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, nö, solche Personen wollen wir hier in Schweden nicht haben. Ich bin sehr gespannt, wie ihr diese drei Dinge seht. Also das, was hier in Deutschland beschlossen wurde, und diese verschärfte Asylpolitik, die Frankreich jetzt knallhart durchzieht. Und wie findet ihr so einen Gesetzentwurf eigentlich, den die Schweden halt eben hier vorlegen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr gerade seid. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.